Ich mache neuerdings meinen Treckerführerschein, also den großen, den T-Führerschein. Und da ich ja sehr, 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 sehr selten Trecker gefahren bin bis dato, bräuchte ich auch ein paar Übungsstunden mehr als andere und auch ein bisschen mehr den Trecker erklärt. Und das versuchen wir in der knappen Freizeit, die wir haben, noch irgendwie unterzubekommen. Und heute ist einer der Tage. Genau. Das Ding darf ich hier fahren. Ja, schmeiß ich mal rauf. Also was schon mal ganz gut ist, dass einiges wirklich wie beim Auto aussieht. Da bin ich schon mal sehr happy drüber. Hupe habe ich hier, Scheibenwischer, Fernlicht und neues zum Beispiel dieser Hebel hier, dieser schöne orangene. Das ist, jetzt muss ich mal überlegen, war das jetzt, das muss ich mir mal meinen Mann einmal kurz. Schatz, war der orange Hebel für vorwärts, rückwärts? Orange ist immer Getriebe, also vorwärts, Ja, rückwärts. doch. Also vorwärts, rückwärts, aber vorwärts, rückwärts kann man auch an diesem Joystick hier machen. Und das ist natürlich alles komplett neu. Bin das erste Mal Trecker gefahren, irgendwann, glaube, da war ich 4 oder so. Damals war es ja noch so, ne, da hat Vater einen Gänge reingemacht und Handgas reingemacht und dann musste ich halt lenken und dann bin ich halt so über den Acker gebügelt. Und weil ich eben noch nicht an die Pedale kam, musste er halt alles voreinstellen, aber lenken, das ging schon. Also die habe ich noch gar nicht gelernt. Da hat Sven Ole gesagt, die brauche ich noch nicht wissen. Anscheinend sind das wahrscheinlich für die Arbeiten auf dem Feld, nehme ich mal an. Zum Bleistift. Genau, also wichtig ist erstmal dieser Joystick hier, womit ich die Gänge im Prinzip schalte, rückwärts, vorwärts. Und die Gänge sind auch nochmal unterteilt unter, jetzt muss man überlegen, ich glaube, so wie die Kleidergrößen so ein bisschen, glaube ich. Ich glaube, S, M, L und H. Ich höre nichts vom Mann, also deswegen gehe ich davon aus, dass es richtig ist. LMHS. Nochmal? LMHS. Ja, ich habe so eine andere Reihenfolge gesagt, aber letztendlich versuche ich mir das mal mit den Kleidergrößen zu merken. Und dann irgendwann, als ich größer war, so mit 6 und 7, und dann geht das auch mit den Pedalen, dann kann man auch selbst schalten. Also, da gibt es auch noch ein Foto von, das hängt bei Opa im Büro. Weißt du? Nö. Gut. Ich hatte da schon Lust drauf, aber natürlich gebe ich auch zu, dass ich mir ein ängstlicher geworden bin. Also ich fand, als ich letztens 25 km/h schon gefahren bin, dachte ich fahre schon 40. Ich finde das mega schnell. Und ich möchte gar nicht wissen, wie es ist, wenn ich da so einen Flug hinten dran habe. Und das rattert ja richtig, wenn du halt noch auf irgendwelchen unebenen Straßen fährst. Also ich glaube, da kann ich noch richtig Muffen sausen. Auf jeden Fall. Ist halt auch was anderes, wenn du auf einem landwirtschaftlichen Betrieb groß bist. Ne, da ich habe zum Beispiel beim Pflügen immer im Fußraum geschlafen. Ne, also das war halt damals so. Hat mir auch nicht geschadet. So, dann schmeiß mal an den Hobel. Mein linker Platz ist leer. Oh Gott. Klassisches Känguru anfahren. So, dann wollen wir rückwärts da an den Anhänger ran. Jetzt soll Jenny einmal den Anhänger ankuppeln. Ankuppeln. Dazu müssen wir noch eine Vorbereitung treffen, die essentiell wichtig ist, damit du etwas anhängen kannst. Ja. Ja. Sollen Sie mal prüfen alles? Nee. Was jetzt Zugmaul? Zum Beispiel. Ich muss jetzt gucken, ob alles fest ist, also sprich, dass das hier fest ist. Das hier nur Muss aber richtig dran ruckeln hier. Muss mal richtig dran ruckeln, nicht wie ja. sonst. Mal richtig, ne? Ja, Da wirken ruckeln. 40 Tonnen drauf. Ein bisschen Spielraum muss da sein, weil wenn der Anhänger umfällt, dass der Träger nicht mit umfällt. Hier unten geht es auch darum, dass er bündig abschließt, aber es geht hier um den Konus. Das ist ja noch mal breiter als unten. Ja, aber wie soll ich denn das jetzt prüfen, ob der den richtigen Durchmesser hat? Im besten Fall hat ein Fahrlehrer so eine Schablone, die kannst du da ranhalten. Ja, wo ist denn deine Schablone? Hab Diese ich nicht. Abfahrtskontrolle. Ja. Ah! Ist doch viel zu schief! Ich muss auf jeden Fall noch darüber. Ja. Das ist doof so. Ich sehe nichts. Wie soll man denn das machen, wenn man nichts sieht?
Warum gibt es denn dafür keine Kontrollleuchte? Ich verstehe das gar nicht. Für jeden Scheiß gibt es eine scheiß Kontrollleuchte. Siehst du, geht doch. Ja, aber ja. Mach doch nicht so fest. Es ist natürlich eine Investition in die Zukunft und es gibt einen auch, ich sag mal, ein gewisses Maß an Sicherheit und natürlich auch an Flexibilität, dass man dann sagen kann, hier Jenny, ne, schnapp dir mal das und das Gerät oder den und den Anhänger und fahr damit da und da mal hin und man weiß, das funktioniert, das kann sie und das darf sie vor allen Dingen auch. Also das ist schon gut. Ich würde natürlich noch besser finden, wenn sie LKW-Führerschein machen würde, aber nee. Erstmal Trecker und dann hat sie die Begeisterung für große Maschinen und breite Maschinen gepackt und dann geht's ganz schnell in den CE-Führerschein. Ich würde es ja nur machen, um ein Wohnmobil fahren zu dürfen. Oh. Was wolltest du jetzt machen? Erstmal das Einfachste ist, du guckst, ob die Reifen auf dem Trecker aufgezogen sind, die auch im Fahrzeugschein stehen. Was nochmal bitte? Die Reifen, die der Trecker jetzt drauf hat, ob die im Fahrzeugschein sind. Reifen waren ja hier, ne? 540, 65, R. 28. Und wofür stehen die Zahlen? Ach, Schatzi. Ja, das musst du wissen in der Prüfung. Ja, warte mal. Ja, weiß ich doch. Ich habe doch alles schon fleißig gelernt. Das ist die Reifenbreite. 540. Zeigen. Du musst immer zeigen. Das finden Prüfer richtig geil. Nee, nicht die Zahl. Was denn? Die Breite. Das ist eine Breite. So. Jetzt sind wir bei der 65. Und die 65 ist die... Ich weiß nicht, wie man es richtig ausdrückt, aber die Reifenhöhe prozentual zur Reifenbreite. Habe ich das richtig ausgedrückt? Ja. Ich überlege gerade. Würde ich gelten lassen. Ja. Also ich kenne keinen Landwirten. Klar, guckt man, okay, haben die Reifen Luft, habe ich Diesel drin und dann fährt man los. Maximal noch gucken, ob die Lichter gehen. Spiegel, ob dran sind. Man guckt halt das Nötigste nach und dann fährt man los, weil der Landwirtschaft ist ja auch immer ein bisschen Eile geboten. Da ist eine Nase und du hast bei deinem Stecker eine Auskerbung, da muss die Nase fahren. Es endet meistens so, dass Jenny genervt ist und weggeht und ich mit unvollendeten Tatsachen hier stehe und es selber dann machen darf. Ach, wir diskutieren auch manchmal und manchmal artet es auch vielleicht mal im Streit aus. Jetzt erstmal kurze Mittagspause. Wir brauchen ja auch eine Stärkung nach den anstrengenden Sachen hier. Frankie, was hast du gekocht? Es hat sich irgendwie mit den Kindern so eingebürgert, dass wir tatsächlich immer 12 Uhr Mittag essen, eigentlich auch kochen. Aber wenn sie mal nicht in der Betreuung sind und wir haben mal keine Zeit, damit auch mal bestellt. Solche Tage wie heute, wo wirklich beide da sind, das ist schon schön. Also sonst bin ich ja morgens früh weg und komme abends spät wieder. Oder wenn ich dann wiederkomme von der Arbeit, fährt Jenny irgendwo hin los, irgendwelche Termine oder irgendwas. Also da sind solche Tage wirklich Luxus und auch schön, dass man dann mal den ganzen Tag zusammen hat und auch verbringt und auch dann Sachen besprechen kann. Oder weil sonst ist das ist selten, aber sonst passieren das halt immer zwischen Tür und Angel oder am Telefon und... Also beim Döneressen darf man mir auch echt nicht zugucken. Jenny hat jetzt erfolgreich ihre Abfahrtskontrolle gemacht. Oh. Und auch tote Hunde drehen noch eine Runde. Und das machen wir jetzt. So. Aha. Ist der Spruch neu? Nee. Schatz, das brauchst du alles nicht treten. Du hast gesagt, wenn ich das nur runter mache, dann... Handbremse anziehen und mehr brauchst du nicht beim Starten. Licht anmachen, ne? Brauchst du auch noch nicht. Erstmal nur starten. Das wäre ja schon ganz schön. Jetzt muss ich schon hochschalten, oder nicht? Kannst du machen, ja. Versuch es schon so, ne? Nimm den Finger von den Pfeilen, dann fliegen wir wieder rückwärts durch den Teig. Blinker. Du hast das gar nicht gewackelt, Sven. Hör zu spinnen. Ich hab gar nichts gemacht. So, gib doch mal Kit hier. Schatz, ich fahr 25, ach so. Ja. Kannst auch 40 fahren. Nee, nein. Musst du aber in der Prüfung.
was macht er denn da? Wer? Er hier. Oh, ich fahr schon fast 40. Ja. Ja, das ist mir zu langsam jetzt hier. Das ist aber auf Kamera hier dein Gehupe, ne? Der freut sich. Eine Hupe ist nur ein Warnsignal. Nicht im Dorf. Im Dorf ist es auch ein Grußsignal. Würdest du dich jetzt bitte aufs Fahren konzentrieren? Ihr Lieben, heute habe ich meine dritte Fahrstunde hinter mir. Und unfallfrei. Unfallfrei. Ja, wie ihr seht, muss ich noch eine Menge lernen. Und ja, bin gespannt, wann ich das hinbekomme, wie die Nerven von meinem Mann das noch mitmachen. Und ja, ich würde mal ganz gern wissen von euch, ob ihr auch einen Trägerführerschein habt, also den großen, den T. Und ob ihr da auch so Schwierigkeiten hattet wie ich. Oder ob ihr den sehr früh gemacht habt, wie mein Mann. Oder so ein Spätzünder seid wie ich. Und abonnieren, kommentieren nicht vergessen. Genau, und schreibt es auch einfach mal in den Kommentaren. Ja, wohin denn auch sonst? Per Brieftaube oder was? Zum Beispiel. Ach, Fax nehmen wir auch.